Mein Name ist Anna. In meiner Kindheit entwickelten sich bei mir stimmungsabhängige motorische und vereinzelt vokale Tics. Nach etlichen Arzt- und Klinikaufenthalten und einer Fehldiagnose Epilepsie wurde bei mir schließlich das Tourette-Syndrom festgestellt. Problematisch ist für mich vor allem die Gesellschaft und ihr Umgang mit meiner Erkrankung. Und genau deswegen bin ich heute hier. Hallo Anna. Hallo. Welche Art von Tics hast du? Ich habe motorische und vokale Tics. Tatsächlich eher motorische Tics. Das heißt, unwillkürliche Bewegungen wie Augenzwinkern, Nase runzeln, irgendwelche Gelenke knacken. Und bei den vokalen Tics habe ich dann eher nur so Geräusche, die ich nachmache. Ob es Pfeifen ist oder K-Sagen. K-Sagen? Ja. Wenn ich das jetzt nachmache, dann habe ich wieder den Tic so 2 Wochen lang. Aber praktisch sage ich einfach immer wieder den Buchstaben K. Blackpink möchte von dir wissen, kannst du dich an deinen allerersten Tic erinnern? Ja, tatsächlich. Mein erster Tic war, ich habe halt meinen Arm genommen und den irgendwie zusammengezogen, manchmal auf die Brust geschlagen, das war an beiden Armen. Und dafür wurde ich auch ein bisschen ausgelacht in der 3. Klasse. Feen fragt dich, gab es einen Punkt, an dem die Tics Überhand genommen haben? Ja, das war in der Abiturzeit. Da hatte ich einen Tic-Hochpunkt praktisch. Da war es gar nicht mehr so richtig möglich für mich selber, dass ich rausgehe. Ich habe mich für mich geschämt. Das war so der einzige Punkt, wo dann die Tics praktisch die Kontrolle übernommen haben. Wie muss ich mir eine Tic-Hochphase vorstellen? Ach, das ist so, dass ich praktisch jetzt nicht hier so stehen würde, wie ich stehe, sondern ich würde die ganze Zeit irgendwas knacken, bewegen, in meinem Gesicht die ganze Zeit Grimassen ziehen. Also man würde mich praktisch gar nicht wiedererkennen. Wie fühlt es sich dann in dir drin an? Unruhig. Also man hat dann so eine richtige Unruhe in sich. Wenn man die Vorgefühle hat, das Kribbeln, dann kommt die Wut dazu. Man kann halt sich nicht so richtig auf sich selbst konzentrieren, nicht schlafen, nicht schön. Matthias Rohler fragt, kommen die genutzten Ausdrücke aus deinem aktiven Vokabular? Also da ich ja kaum vokale Tics habe, ja, würde ich halt sagen, das, was ich mal gesagt habe, war etwas, was nicht aus meinem Vokabular kam. Was war das? Ich war beim Bäcker und habe eine Frau vor mir in der Schlange Kuchenfotze genannt. Und wie bist du in diesem Moment damit umgegangen? Das war das erste Mal, dass ich jemanden beleidigt habe und ich habe mich voll geschämt und bin gegangen. Und sie? Hat mich doof angeguckt. Scotcher Dev interessiert. Hast du auch Schwierigkeiten mit Obrigkeiten wie Polizei und Behörde? Tatsächlich nicht. Also es ist mal vorgekommen, wenn die Polizei mir vorbeifährt, dass ich meinen Stinkefinger zeige, aber sonst noch nie. King Kong möchte von dir wissen, hast du schon mal jemanden als unsympathisch empfunden, ihn dann beleidigt und es auf dein Tourette geschoben? Nee, hab ich nicht. Ich habe mal überlegt, aber ich dachte, das kann man nicht machen. Bei wem hast du es überlegt? Da will ich nicht drauf eingehen. Schnickschnack möchte von dir wissen, wann spricht man nur von Tics und ab wann ist es Tourette? Du hast einmal die motorischen Tics und die vokalen Tics. Du musst, ich glaube, circa mindestens 3 motorische Tics haben, das heißt unwillkürliche Bewegungen, und 2 vokale Tics, wo du entweder Geräusche nachmachst oder Wörter sagst. Und eine Ticksstörung ist allgemein nur etwas, was man sich auch angewöhnt praktisch. Also wenn man sich an den Fingern pult oder wenn man mal einfache Tics macht wie Augen rollen oder zwinkern. Anna, du hast uns was mitgebracht. Ja. Was ist das? Tatsächlich am Anfang von der ganzen Hochphase war ich natürlich auch in der Klinik und habe dann gefragt, was ich denn habe. Und unter anderem haben sie dann bei mir ganz viele MRT-Bilder gemacht. Das ist ein Beispiel. Da sieht man mein Gehirn. Die wollten schauen, was so in meinem Kopf vor sich geht. Leider kam dabei nichts raus. Ja, dann gab es noch sowas, dass ich Travor bekommen habe. Es ist ein Beruhigungsmittel, dass ich halt praktisch ein bisschen runterkomme und nicht mehr so viele Tics habe. Ich hatte auch eine Limbalpunktion, um einmal das Nervenwasser zu kontrollieren. Kam auch nichts bei raus und letztendlich stand ich dann 2020 mit nichts da. Und haben die Tics dann aufgehört? Nein, also ich hatte dann trotzdem noch die Hochphase.
Ich bin dann zur Neurologie gegangen, habe mir einen Arzt gesucht, der vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat. Der konnte mir leider auch nicht weiterhelfen und dann war ich auf mich alleine gestellt. Wann und wie wurde dann das Syndrom bei dir festgestellt? Das ist eine ganz lustige Geschichte. Und zwar kam mein Freund irgendwann mal zu mir und meinte, ich weiß, was du hast. Und ich habe gesagt, okay, erzähl mal. Und er meinte, das ist Tourette-Syndrom. Und dann meinte ich so, du spinnst doch. Auf gar keinen Fall. Und dann haben wir tatsächlich eine Klinik gefunden, die Uniklinik Lübeck. Dort sind wir hingefahren zu einer Sprechstunde und zurück bin ich mit der Diagnose Tourette-Syndrom gekommen. Und wie ging es dann weiter? Also danach bespricht man praktisch, welche Therapiemöglichkeiten gibt es. Man kann Medikamente einnehmen, die nicht direkt für die Krankheit gedacht sind, aber die Tics praktisch lindern können. Und man kann auch Therapien machen wie Verhaltenstherapien oder Aufmerksamkeitstraining. Nur da ist halt eine sehr hohe Wartezeit. Und dann haben die mich praktisch aufgenommen in die Forschungen. Da haben sie mich also an die Hand genommen und haben gesagt, schau mal, da könntest du etwas lernen, du könntest uns helfen. Und ich habe dann praktisch gesagt, ja, mache ich. Und dann habe ich Erfahrungen gehabt, wie ich wurde in ein MRT gepackt, haben einmal eine Areole in meinem Kopf gesucht. Danach wurde dort ein Magnetfeld festgemacht, der praktisch so ein bisschen geschnipst hat an meinem Kopf und hat es dann stimuliert. Und ich hatte in dem Moment 20 Minuten lang keine Tics mehr. Das war wirklich unfassbar. Oder ich habe dann auch so eine Therapie gemacht, so eine Forschung, wo man dann aufs Vorgefühl achtet und dann praktisch die Tics nicht mehr durchkommen lässt, was natürlich dann wiederum mir auch hilft, weil ich dann dieses ganze Prozess durchsetzen kann für meine Zukunft. Johannes Kohl möchte von dir wissen, gibt es Behandlungen oder Medikamente, die dir am besten geholfen haben? Ich habe so einige Medikamente probiert. Ich hatte wirklich Probleme mit mir, also von Wutanfällen. Ich war sehr schnell reizbar, ich habe mich selber gar nicht wiedererkannt. Und die haben meinen Tics nicht gelindert. Die sind ja auch gar nicht für meine Krankheit gedacht, deswegen habe ich dann abgesetzt. Was meinst du damit, sie sind nicht für deine Krankheit gedacht? Ja, also sind meistens so für Parkinson oder sowas gedacht. Es gibt ja noch nichts, wo man, also keine Medikamente für das Tourette-Syndrom, deswegen hat man halt einfach ein bisschen dran geforscht und geguckt, ob das vielleicht gute Wirkungen auf die Tics hat. Bei vielen hat es die eben. Ich habe mich auch wirklich sehr gut ausprobiert bei den ganzen Medikamenten, aber bei mir hat es nicht geholfen. Das spricht nicht für die Forschung. Nee, leider nicht. An welchen Forschungsprogrammen hast du teilgenommen? Zum Beispiel habe ich an einer Forschung teilgenommen, dass mir ein Magnetfeld an den Kopf gesetzt wird. Also erst macht man ein MRT und guckt, wo ist der Bereich, den man stimulieren möchte. Dann kriegt man so ein ganz, ganz dickes Ding an den Kopf gelegt, an dem Bereich, den man stimulieren muss. Und dann ist das praktisch so ein Schnipsen. Und dann hat man halt, also ich hatte in dem Moment keine Tics. Und da guckt man halt, ob man das zu einer Therapie formen kann. Oder dass man aufs Vorgefühl achtet, dass es nicht durchkommt. Also ganz viele verschiedene. Matterhorn interessiert, ist dein Tourette Teil einer psychischen Erkrankung? Nein, also man sagt, das ist eine neuropsychiatrische Erkrankung, aber es hat nichts mit meiner Psyche zu tun. Also es liegt einfach an einem Gendefekt am Bereich vom Gehirnwelt, was nicht funktioniert und das ist nicht die Psyche. Nick Brabatsch interessiert, ist deine Erkrankung vererbbar? Vererbbar ist sie, ja. Man weiß aber nicht ganz genau, was für ein Gen dahinter steckt. Alma Lapidot Rakemann interessiert, sind verbale oder motorische Tics anstrengender für dich? Obwohl ich nicht so viele vokale Tics habe, würde ich trotzdem sagen Vokale, weil ich würde mal sagen, dass es auch den Menschen um mich herum manchmal ein bisschen stört. Also es ist nicht so angenehm, da sind motorische Tics doch ein bisschen lustiger. Loppi interessiert, inwiefern kannst du kontrollieren, was du sagst und tust? Ganz am Anfang, als ich die Tic-Hochphase hatte, konnte ich das gar nicht kontrollieren. Da habe ich mich im Zimmer eingesperrt. Danach, nachdem mich eben die Klinik an die Hand genommen hat zu den Forschungen und ich dann ein bisschen gelernt habe, wie man aufs Vorgefühl achtet und wie man es ein bisschen umgehen kann, habe ich halt gelernt, dass ich da mich einfach gegen ankämpfen muss. Und wenn ich es aber dann halt nach hinten schiebe, es unterdrücke, kommt ein Tic-Schub und letztendlich bringt mir das nicht so viel. Jojo möchte von dir wissen, kündigen sich die Tics an, bevor sie auftreten? Oft hat man tatsächlich ein Vorgefühl. Also du merkst dann praktisch an der Körperstelle, dass da in meinem Fall zum Beispiel ein Kribbeln ist. Andere haben zum Beispiel auch ein Jucken oder ein anderes Gefühl. Und dadurch merkt man halt einfach oft, dass ein Tic kommt. Aber manchmal hat man auch gar kein Gefühl. Also dann hat man auf einmal nur einen Tic und ja. Heike Mudder möchte von dir wissen,
Was triggert dich im Alltag, was für andere vielleicht normal ist? Klamotten zum Beispiel. Wenn mein Pullover einen höheren Rollkragen hätte, ein bisschen enger, ich hätte total Ticks am Hals. Oder jeder Mensch kann eine Mütze tragen. Wenn ich eine Mütze trage, dann habe ich nur Ticks die ganze Zeit im Gesicht und rutscht die hoch und runter. Und das ist sehr nervig. Oder eigentlich trage ich eine Brille und ich trage sie nicht, weil ich dann Ticks an der Nase habe und meine Brille dann sich verbiegt und immer hoch runter geht. Oder wenn ich die falschen Schuhe trage, habe ich Ticks an den Füßen oder eine zu enge Hose. Also ja, ist ein bisschen ärgerlich. Maike Koh möchte von dir wissen, hast du dir oder einer anderen Person schon einmal mit einem motorischen Tick wehgetan? Ja, also selber, wenn man dann in der Küche ist und was schneidet, dann schneidet man sich mal selber. Ansonsten muss mein Freund ein bisschen herhalten. Ich piekse ihm sehr oft ins Auge. Es ist so ein Tick oder ich beiß ihn oder ich hau ihn oder ich kneife ihn, aber alles halb so schlimm. Generisches Femininum interessiert, sollte ich deine Ticks in einem Gespräch ignorieren oder als Teil der Interaktion betrachten? Also ich würde es erst einmal überhaupt davon abhängig machen, ob du die Person kennst oder nicht. Wenn du sie nicht kennst, ich würde es einfach ehrlich gesagt ignorieren. Also ich selber kenne das, das ist sehr unangenehm, wenn man dann total angestarrt wird und man sich eigentlich schon selber für sich schämt. Und wenn du die Person kennst und sehr gut kennst, dann würde ich halt schauen, wie ist die Person drauf. Vielleicht kann man so einen kleinen Spaß daraus machen oder einfach nicht drauf eingehen, weil manchmal wird es dann auch schlimmer. Also hat Konzentration etwas mit deinen Ticks zu tun? Ja, also wenn man sich auf etwas konzentriert und daran Spaß hat vor allem, dann kommen wenig Ticks durch. Wenn ich dann mal vor mich hinsitze oder schlafen gehen will und ich in dieser Ruhe bin, dann kommen eben verstärkt Ticks. Kennst du Gisela von Gewitter im Kopf? Ja, kenne ich. Das ist von Jan, der eben auch das Tourette-Syndrom hat. Also an sich finde ich, ist das eine gute Sache. Nur das Problem dabei ist, dass eben Gewitter am Kopf sehr krass Tourette hat. Also eher totale motorische Ticks und vokale Ticks. Das ist aber wirklich sehr selten. Und deswegen denkt die Gesellschaft, oh, Tourette beleidigen die ganze Zeit und sind die ganze Zeit am Zucken, was eigentlich gar nicht stimmt. Und deswegen sieht die Gesellschaft uns auch, wie ich es zum Beispiel habe, nicht so, dass wir Touretter sind, sondern meistens eher Spieler sind und Jan von Gewitter im Kopf das Tourette hat, das richtige Tourette. DK012013 möchte von dir wissen, fallen dir Ticks bei anderen sofort auf? Also so richtige Ticks wie die Krankheit, die ich habe, habe ich nur einmal eine Begegnung gehabt. Also ich saß dann eben in der Klinik und bei der Sprechstunde und gegenüber von mir saß dann ein Junge und der hatte extreme Ticks, also motorische und vokale. Ich glaube, der hatte gerade vielleicht eine schlechtere Phase und man merkt es ja direkt und man guckt sich an. Das ist ganz komisch, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass man jemanden trifft, der so ist wie einen selbst, also mit dem Syndrom. Und das war dann schon irgendwie ein bisschen komisch und ich hatte mir die Ticks dann auch direkt abgeschaut. Warum schaust du die Ticks ab? Oh, warum ganz genau, kann ich gar nicht sagen, wie das kommt. Nur ich weiß, dass es so ist, deswegen schaue ich Gewitter im Kopf nicht. Ich vermeide, oder so gut wie es geht, vermeiden die dort vor Ort auch, dass man sich trifft. Dass halt dann eben nicht so ein Pfeifen, wie ich es hatte, 2 Wochen lang anhält. Das heißt, Freundschaften zwischen Tourette-Erkrankten ist gar nicht möglich? Möglich ist es schon, man muss sich nur darauf einstellen, dass man dann wahrscheinlich interagiert miteinander mit den ganzen Ticks und dass man sich vielleicht gegenseitig auch was abschaut. Muddy Blood fragt, traust du dich, einen Führerschein zu machen? Ich habe schon meinen Führerschein, seitdem ich 17,5 bin, habe ich den gemacht. Und nein, ich kriege beim Fahren fast keine Ticks. Also ich drehe nicht mein Lenkrad um oder sowas. Ich bin eigentlich sehr gut konzentriert. Manchmal kommt ein Tick am Handgelenk oder am Fuß, aber ich habe es jetzt schon ein paar Jahre geschafft und es funktioniert ganz gut. Man ist ja auch gut konzentriert. Lukas Burger fragt, hast du aufgrund deines Tourettes schon mal eine Freundschaft verloren? Ja, habe ich. Das war vor, weiß nicht, vor 1-2 Jahren. Da war es relativ frisch noch und da hatte eine damalige Freundin hinter meinem Rücken schlecht für mich gesprochen, hat gesagt, sie kann nicht mit mir umgehen, ich bin komisch. Das nicht richtig ist und ich habe dann gesagt, okay, bis hier nicht weiter, das möchte ich nicht und habe dann praktisch den Weg alleine weitergefunden. Timothy möchte von dir wissen,
In welchem Beruf arbeitest du oder willst du mal arbeiten? Ich bin im zweiten Lehrjahr als Mediengestalterin und kann den Job auch gut ausführen. Es macht Spaß, ich bin gut abgelenkt, ich konzentriere mich gut. Es ist voll mein Ding. Super fragt, ist es schwer für dich, eine Arbeit zu finden? Eigentlich nicht. Es ist eher schwer, mit den Leuten klarzukommen. Ich hatte auch schlechte Erfahrungen. Zum Beispiel habe ich, als ich studiert habe, nebenbei gejobbt und halt als Kassenkraft. Und dort wurde ich dann ins Lager geschickt, weil mir gesagt wurde, ich verschrecke die Kunden. Aber jetzt zum Beispiel, als ich dann die Ausbildung angefangen habe beim Bewerbungsgespräch, habe ich ganz offen ehrlich gesagt, ich habe das Tourette-Syndrom. Ich kann damit super umgehen. Es ist ein Vorteil. Ich kann Sachen machen, die andere nicht können. Nur ihr müsst mich so akzeptieren, wie ich bin, und ich werde an Forschung teilnehmen und unterstütze mich dabei, und das tun sie auch. Was sind das für Sachen, die du machen kannst, die sonst kein anderer kann? Als ich mal zum Beispiel total gerne auf Leinwänden und dann manchmal, wenn so ein Tick durchkommt, dann ist das irgendwie so ein gewisses Etwas, was es eben bekommt. Das ist genauso bei den ganzen Grafiken, die ich mache, und das ist natürlich ganz individuell. Snippet möchte wissen, kann man Tourette heilen? Heilen kann man es nicht, aber man kann es mindern, also dass man weniger Ticks hat. Wie anstrengend waren diese Forschungen? Oh ja, ordentlich. Also ich fahre ja dann immer nach Lübeck zur Klinik. Das sind schon mal so 2,5 Stunden. Und dann vor Ort sind es mal 6, mal 7, mal 5. Dann nochmal nach Hause fahren. Also auf Dauer ist das ein bisschen anstrengend neben der Arbeit. Aber irgendjemand muss ja was dafür tun, dass man eine Lösung findet. Findest du, Tourette ist genug erforscht? Nee, tatsächlich nicht. Also man hat keine speziellen Medikamente. Die Therapien, kommt drauf an, ob man sich darauf einlassen kann oder nicht. Davon ist es abhängig. Eine tiefe Hirnstimulation ist auch nicht für jedermann. Ich nehme nicht nur an den Forschungen in Lübeck teil, sondern jetzt auch in Leipzig. Dort wird man praktisch in ein PET und in ein MRT reingepackt für ca. 90 bis 100 Minuten mit Kontrastmittel und Blutabnahmen, wo man dann halt schaut, ob etwas, also das Tourette-Syndrom, etwas mit dem Bodenstoff Dopamin zu tun hat. Johann C. Holland fragt sich, findest du Tourette-Witze lustig? Am Anfang, als dann, wenn man so ein bisschen Social Media durchgegangen ist, gab es ein paar Witze, wo ich selber auch schmunzeln musste. Aber ich glaube, auf Dauer ist es ein bisschen zu viel. Also es kommt auch immer persönlich darauf an, ob man das lustig findet oder nicht, wie offen man ist. Aber ich denke, ich gehöre zu der Gruppe, die ein bisschen mehr lachen kann. Lachst du manchmal über dich? Ja, also es gibt viele Situationen, wo ich dann zum Beispiel mit meinem Freund zu Hause bin und ich dann irgendwelche Grimassen ziehe und er mir dann nachmacht und dann muss man total anfangen zu lachen. Also es ist nicht nur negativ. Ersin Gültekin fragt, wie beeinflussen Stresssituationen dein Tourette? Wenn ich richtig gestresst bin, dann komme ich wieder in so einen Schub praktisch, in so eine Hochphase, wo ich mich dann schlecht in den Griff bekomme. Ja, aber da muss man umgehen. Gibt es spezielle Therapieformen für Tourette-Erkrankte? Es gibt zum Beispiel die ATT-Therapie, also so ein Aufmerksamkeitstraining. Wollte ich tatsächlich machen, hat mir auch die Klinik ans Herz gelegt, aber dafür muss man zu weit wegfahren. Das kann man neben dem normalen Alltag nicht hinbekommen. Mensch interessiert, kann Cannabis gegen Tics helfen? Tatsächlich ja. Ich selber habe mir mal Cannabis verschreiben lassen, also nur zum Sprühen. Ist eigentlich ganz einfach. Man sprüht sich das so in den Gaumen rein. Es stinkt. ja, und es hat einen ekligen Beigeschmack tatsächlich. Und ich habe es dann durch eine Zeit einfach mal probiert und ich hatte Kopfschmerzen und ich habe mich nicht ganz wohl gefühlt dabei. Deswegen habe ich dann gesagt, ich lasse es. Halmit Bavari fragt, was war deine schlimmste Erfahrung bis jetzt? Also, als ich noch nicht ganz genau wusste, was überhaupt mit mir los ist, das war irgendwie nicht so schön. Auch irgendwie dann, dass ich schlecht schlafen konnte, dass ich total Ticks hatte, ich hatte mich nicht im Griff. Ich hatte diese ganz verrückten Arzttermine, Krankenhausaufenthalte. Ich glaube, das war die schlimmste Erfahrung, die ich gemacht habe. Bretti fragt, machen deine Familie und Freunde auch manchmal kleine Witze über dein Tourette? Also meine Familie nicht so. Am Anfang, die haben mich halt sehr gestützt, weil das war eine sehr schwere Phase für mich. Meine Freunde machen da schon mal ganz gerne ein paar Witze drüber, aber so, dass ich damit auch voll okay bin. Und mein Freund, ja, der schmeißt Witze. Seabur fragt, hat Alkohol oder andere Substanzen Einfluss auf deine Tics? Also ich selber trinke durch die Fehldiagnose Epilepsie nicht. Also eigentlich nicht. Es gibt natürlich Ausnahmen, weil da durfte ich das nicht kombinieren. Wenn ich dann mal trinke mit der Fußballmannschaft oder mit meinen Freunden,
etc., dann ist das schon so, man fühlt sich ein bisschen freier und man, also einem selbst fällt es dann nicht mehr auf, wenn man irgendwelche Ticks hat. Und ich glaube auch allgemein, dass ich dann ruhiger bin. Also ich glaube, ja. Was für Zukunftssorgen hast du als Tourette-Erkrankte? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um meinen Körper. Also zum Beispiel, ich knack ganz oft meinen Kiefer, dass damit irgendwann mal was nicht stimmt. Oder oft beiße ich einfach total stark auf meine Zähne drauf. Es gibt Menschen, die schwächere Zähne haben. Und dass dann irgendwann mal das Gebiss kaputt geht. Oder auch durch das ganze Knacken an den Gelenken, dass ich irgendwann mal meine Gelenke abnutze. Und woran denkst du, liegt es jetzt, dass es so wenig Behandlungsansätze für Tourette gibt? Ich glaube, zum einen fehlt vielleicht ein bisschen das Forschungsgeld und zum anderen auch die Leute. Also es werden oft Probanden gesucht, die Tourette haben, die auch vielleicht kein Tourette haben, das ein bisschen zu vergleichen. Ich glaube halt einfach, dass Menschen mit Tourette sich dann vielleicht als Laborratten fühlen. So, da habe ich auch als erstes dran gedacht, aber ich habe das gemacht und das ist überhaupt nicht so. Und diese Leute werden halt gesucht, um irgendwie eine Therapiemöglichkeit zu finden. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal hier. Und wenn euch interessiert, was die Bonnies über ihr Leben in einem Körper zu erzählen haben, dann klickt hier.